Mashallah, dann haben wir dann auf die Marke Morion Barache oder Samlan Schmozabno. Wir freuen uns über die Anzahl der Kinder, die uns geschenkt sind. Die brauchen immer eine gewisse Zeit, bis sie runtergehen. Von meiner Seite möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen und dass ihr heute alle dabei seid. Auch herzlich willkommen unsere Gäste nah und fern, dass ihr heute unter uns seid. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes möchten wir heute mit diesem Wort beginnen. Und auch die Zuschauer, die mit uns dabei sind, möchten wir nicht vergessen, auch euch herzlich willkommen. Wir wissen, dass als unser Herr hier auf Erden gewandelt ist, dass er Worte gesprochen hat, die sehr viel Trost dem Volk gebracht haben. Und es waren Worte und Gleichnisse, die einfach zu verstehen waren und die angenehm waren. Die Beispiele, die er gegeben hat, die Gleichnisse, wir können sagen, derjenige, der gepflügt und geerntet hat. Der Fischer, die geerntet haben, über die Hirten, und er hat auch über das Bauen von Häusern gesprochen. Wenn wir in Matthäus Kapitel 5, ab den Versen 5 bis 7 schauen, dann sehen wir, welche Verse er, Worte er dort gesagt hat, die sehr wertvoll, sehr geachtet sind für das Leben. Kapitel 5 bis 7. Das ist die Bergpredigt, die Seligpreisung, die er auf dem Berg gehalten hat. Wir wollen ein paar Dinge anschauen, über was hat unser Herr gesprochen. Er hat als erstes über die Seligpreisung oder über den Lob gesprochen. Er sagt, selig sind die barmherzig sind, denn auch ihnen wird Barmherzigkeit erfahren. Jeder, der möchte, kann das jetzt auch lesen. Wir werden ein paar Verse davon uns anschauen. Weiter unten sagt er, ihr seid das Licht und das Salz der Erde. Dann später spricht er über die Sünde. Also jeder, der eine Frau anschaut in seinem Herzen, der sündigt auch in seinem Inneren. Dass man nicht schwören soll, darüber hat er auch gesprochen. Er sagt, ihr sollt nicht schwören. Später sagt er, ihr sollt auch für eure Feinde beten und bitten. Dann kommt er zu dem Thema der Spenden oder Almosen geben. Und dann redet er über das Gebet. Wie der Mensch angehalten ist, dass er beten soll. Er sagt, dass wenn du betest, dann sollst du in dein Zimmer, in deine Kammer gehen und dort im Verborgenen beten und dein Vater, der das alles sieht, der das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich geben.
Dann später spricht er weiter über die Vergebung. Er sagt, dass wir auch denjenigen, die unseren Schuldigen sind, dass wir ihnen auch vergeben sollen, so wie du uns vergeben hast. Dann in weiteren zwei Versen spricht er über das Fasten. Er sagt, wenn du fastest, dann sollst du dich nicht so müde und erschlagen zeigen, sondern dein Gesicht, dein Haupt salben, dich waschen und dann wirst du deinen Lohn bekommen. Weiter spricht er dann über das Schätze sammeln. Er sagt, dort wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dann redet er über die Sorgen, über die Gedanken, die einen plagen. Er sagt, mach dir keine Sorgen, keine Gedanken über den morgigen Tag. Dann weiter über das Richten, dass einer über den anderen ein Gericht spricht oder ein Richter ist. Und dann weiter redet er über den breiten Weg und den schmalen Weg. Und dann weiter spricht er über diejenigen, die in Schafspelz kommen, die aber inwendig Wölfe sind und Lügen verbreiten. Und er sagt, dass nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen werden, ins Himmelreich auch dann kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Er sagt, über all diese Dinge hat unser Herr gesprochen, von Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Ich empfehle es jedem, dass ihr das zu Hause lesen tut. Wir können hier festhalten und sagen, unser Herr erklärt hier, wenn das Leben perfekt sein sollte, wie es aussieht. Olaf Latzel, kommando kulchu kdrutle tawo hakarozojo, mle inaklet hashokle araba, koble kthoo haucha be idar boi araba kushoglo, mishkul kulu zamla soyemla jaste shokle makina, koble betriebsanleitung. Olaf Latzel ist ein Pastor, ein Prediger, ich denke einige von euch kennen ihn. Er hat ein Beispiel gegeben und gesagt, wenn jemand ein Auto kauft, dann bekommt er eine Einweisung oder eine Gebrauchsanleitung für diese Maschine oder für das Auto. Und er hat dann weiter gesagt, dass diese Seligpreisungen oder die Bergpredigt als eine Art Gebrauchsanweisung für das Leben gesehen werden kann. Können wir wahrlich so leben, wie unser Herr Jesus es verkündigt hat? Und als er über diese sehr wichtigen, wertvollen Beispiele gesprochen hat, dann bringt er am Ende nochmal etwas Wertvolles, über das er gesprochen hat. Er spricht über den Bau eines Hauses. Wir möchten das jetzt gemeinsam lesen aus Kapitel 7, Matthäus Evangelium 7, Vers 24 und die Verse fortfolgend. Komu kulhat shom amelani divid mirli kushob usoyame shpkono kushob lizlam kitjub aql shahraza. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Und
Und wenn der Regen kommt und die Wasser kommen und die Winde wehen und an diesem Haus stoßen, dann fällt es nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, verzeiht diesen Begriff, der sein Haus auf Sand baute. Und als nun der Regen kam und die Wasser kamen und der Wind wehte und sie stießen an das Haus, da fiel es ein und der Fall war sehr groß. Und als Jesus dann diese Rede, diese Aussprüche vollendet hatte, da war das Volk entsetzt darüber, weil er mit Vollmacht lehrte und nicht so wie die Schriftgelehrten. Wir können sagen, das ist sehr offensichtlich das, was hier beschrieben worden ist. Wenn ich jetzt in dem Raum fragen würde, was ist denn besser, ein Haus auf dem Felsen zu bauen oder auf dem Sand, was werdet ihr antworten? Ihr werdet alle sagen, dass auf dem Felsen, das ist ein stabileres Haus. Wenn wir uns heute die Architektur eines Hauses anschauen, dann können sie auf unterschiedlichem Grund bauen. Bei uns im Dorf in Mieden kann ich mich noch daran erinnern, als gebaut wurde, hat man gegraben und gegraben, bis man auf einen Felsen, bis man auf Stein gestoßen ist. Und so haben sie ihr Haus dann auf diesem Felsen gebaut, damit es stabil wurde. Und hier in Deutschland haben sie eine andere Bauweise. Hier können sie ein Fundament legen aus unterschiedlichen Materialien wie Beton und Eisen, das sie miteinander vermengen. Und wenn wir weiterschauen in Amerika, dann bauen sie dort die Häuser überwiegend aus Holz. Als wir dort in den Staaten gelebt haben, habe ich mich manchmal gewundert, wenn ich dort in unserem Umkreis das beobachtet habe. Die haben genauso wie bei uns gebaut. Die haben das offensichtlich nach außen hin so wie bei uns gebaut, aber das war nicht so auf einem Fundament wie bei uns. Wenn du von außen auf diese Häuser schaust, dann sagst du, das sind sehr stabile Häuser. Aber sehr oft hören wir auch aus den Nachrichten heraus, wenn irgendein stärkerer Wind kommt, dann werden diese Häuser weggetragen oder fallen zusammen. Und hier lesen wir, wie wichtig es ist für ein Haus, dass es stabil ist, dass es auf einem guten Fundament gegründet ist. Aber wir wissen, dass unser Herr Jesus nicht über die Häuser gesprochen hat oder über die Steine in Häusern, so wie wir heute in ihnen leben. In dem Vers 24 heißt es, jeder, der meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Aha. Yani kul ha lo kufor gherke lo zlam lo atho, kul ha haminan tshome' lo shome'u bas bele tso yimze. Also wir können hier sagen, es geht nicht nur darum,
derjenige, der etwas hört, sondern der auch tut. Und er unterscheidet hier nicht zwischen einem Mann und einer Frau, sondern es kommt darauf an, es zu tun. Aber was soll er tun? Er soll auf diese Rede, die ich gesprochen habe, hören. Das heißt, die gesamte Rede, die er da auf dem Berg gesprochen hatte. Wir haben gesagt, dass er über das Salz und Licht gesprochen hat. Über das Gebet und über die Sünde, über all diese Dinge hat er gesprochen. Das heißt, wer all diese meine Rede, meine Worte hört, der gleicht einem Mann, der auf sein Haus auf einem Felsen gegründet hat. Vielleicht könnten sich einige noch daran erinnern, als Bruder Mika aus Israel zurückgekommen ist im Herbst. Er hatte uns hier ein Bild gezeigt von einem großen Stein, was unterhalb des Tempelberges ist. Ich habe das im Internet einmal nachgeschlagen und das ist ein sehr großer Stein. Das sind an die 13 Meter Länge gewesen. Also die Breite über 3 Meter. Und die Höhe 4 Meter. Also wir können vielleicht sagen, höher als dieses Gebäude und von der Länge her bis zu dieser Tür hinten. Und das Gewicht von diesem Stein ist 550 Tonnen. Nur um dieses Bild vor Augen zu haben, ein großer Lastwagen, der wiegt 40 Tonnen. Und jetzt vergleichen wir einmal diesen großen Lastwagen mit diesem Stein. Da kann man sagen, das ist so schwer wie 13 von diesen Lastwagen. Und die Menschen, die heutzutage sich damit befassen, überlegen, wie konnten die damalige Zeit die Menschen so einen schweren Stein dorthin stellen. Jetzt überlegen wir einmal, wenn dieser Tempel auf solch einem Stein oder Fundament gegründet ist, dann können alle Winde und Wasser es nichts anhaben. Aber wir sehen trotzdem, dass der Heikel, der Tempel trotzdem umgefallen ist. Weil dieser Fels, über den er gesprochen hat, das ist nicht dieser harte Felsen. Das Volk, das er sich ausgesucht hatte, das hat sich von ihm abgekehrt. Und deshalb hat er es auch zugelassen, dass dieser Tempel dann zerfallen oder zerstört wurde. Und deshalb spricht unser Herr auch über diesen Tempel, über dein Leben, über mein Leben. In Matthäus-Evangelium Kapitel 21, Vers 42. Da sprach Jesus zu ihnen, habt ihr denn nicht gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Unser Herr Jesus ist zu seinem Volk gekommen, aber sie haben ihn nicht angenommen,
Und trotzdem ist er dieser Eckstein, der diesen ganzen Bau zusammenhält und trägt. Er ist dieser Fels, er ist das Fundament, auf dem wir unser gesamtes Lebenswerk, unser Lebensbau setzen, damit wir ein starkes Fundament haben. Inakla dumoredam shaele matalmide malle uamu minkumr aali mikimi manu minno. Unser Herr Jesus hat einmal seine Jünger gefragt und gesagt, was denkt das Volk, was denkt ihr über mich? Wer bin ich? Matai danishtahsar uminyono danishtahsar hulatmonahsar komr. In Matthäus Evangelium Kapitel 16 lesen wir das. Manishtah uminyono danishtahsar hulatmonahsar. Von dem Vers 16 bis Vers 18. Kommer Shimon Petrus Malele hättet Mschiho uabrodaloho uhaio. Da antwortete ihm Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Mschiho madale ale Malele tubo eloch ja Shimon uabrodiona. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon Jonas Sohn. Adlo fagro admo mahwel el khumedano glel el khumedano belu babedit bishmayo. Weil nicht Fleisch und Blut dir das offenbart haben, sondern mein Vater im Himmel. Alaucha komanoloch hat fetrosut hat kefohet wa ali shenafeg ma'mano i'tevi. Und aus diesem Grund sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Uatar'e dishyul loko qodrit golbila. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Auf was hat der Herr Jesus seine Gemeinde gebaut? Hat er seine Gemeinde auf Petrus, auf Aramäisch ist die Bedeutung seines Namens Fels? Stein. Nein, er hat es nicht auf Petrus oder auf den Stein von Petrus gesetzt, sondern er hat es auf den Glauben gesetzt und das, was er bezeugt hat, Simon Petrus, wo er gesagt hat, du bist Christus, der lebendige Gottessohn. Und beschroro hathe u ishetestot kitio haqiqi, kitio schroro, Und wahrlich, das ist das Fundament oder der Fels, auf dem jeder bauen kann, dass ein starker Fels ist durch dieses Zeugnis Jesu Christi. Und jetzt können wir alle sagen, ja, wir sind so weise, wir sind so klug. Wir wissen, dass wir unser Leben auf diesen Felsen bauen. Und wir bauen unser Haus auf diesem Felsen. Und jetzt kommen keine Anfechtungen mehr und wir leben jetzt in Frieden und in Ruhe und Freude. Und es gibt keine Anfechtungen, keine Probleme. Aber wir müssen uns gewiss sein, so wie unser Herr auch gesagt hat, die Anfechtungen und die Probleme werden dann noch mehr kommen, wenn wir unser Haus auf den Felsen gebaut haben. Die Versuchungen werden kommen. Der Feind, der bleibt nicht ruhig, der ist nicht still. Die Menschen, die draußen sind, die in dieser Welt sind, die gehören dem Feind. Der Feind versucht, diejenigen anzugreifen, die ihm nicht gehören. Ich kann mich erinnern, in dem Dorf, wenn es da Bäume gab mit Früchte, dann haben wir Steine nach diesen Früchten geworfen, damit sie runterfallen und wir sie dann essen können. Und so ist es auch heute, liebe Geschwister. Derjenige, der Früchte in seinem Leben hat, der wird Anfechtungen und Versuchungen erdulden.
Deshalb sagt Petrus in seinem Brief, im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 3, Vers 8. Er sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und so sagt es auch unser Herr Jesus, in dem Moment, wo du dein Haus auf den Felsen baust, dann kommt auch der Regen. Und dann kommt dieses große Wasser und es schlägt gegen dieses Haus. Und das kommen dann die starken Winde. Und dann werden sie gegen dieses Haus schlagen, an diesem Haus, was dort steht. Wir werden in Anfechtungen kommen. Es werden Krankheiten über uns kommen. Wir werden Schwierigkeiten, Anfechtungen mit den Kindern, mit den Nachbarn haben. Wir werden Anfechtungen in der Familie haben. Die Wasser werden höher. Aber auf was ist nochmal unser Haus gebaut? Ist unser Haus auf solch einer Stabilität gebaut, dass es gegen diese Winde ankommt? Oder ist unser Haus nicht auf dem Felsen gebaut, wenn die Wasser kommen, dass sie gleich unser Haus hinwegschwemmen? Mein Vater hat einmal erzählt, es gab ein Haus, das war unten im Tal, und als die Wasser, größere Wassermassen gekommen sind, dann hat es das Haus gleich mitgenommen. Und sie hat dieses Haus mitgenommen und dann dort in die Schlucht reingeworfen. Wir sehen, warum ist das mit diesem Haus passiert? Weil dieses Haus kein gutes Fundament, keinen Felsen hatte. Lieber Bruder, liebe Schwester, du und ich, worauf sind unsere Häuser gebaut? Ist mein Haus auf dem Felsen gebaut? Dann kann man dir selig sagen, selig mir. Aber wenn unser Haus auf dem Sand gebaut ist, dann werden diese Dinge kommen, worüber wir gerade gesprochen haben. Das Wasser wird den Sand wegtragen, Stück für Stück unter dem Haus. Und dann, wie schrecklich wird das sein für dich, für mich und die, das Haus, das dann wirklich zusammenfällt und zerstört wird. Diese Wassermassen werden das zerstören, was du aufgebaut hast. Wenn wir nicht angezogen sind mit den Waffen, mit dem Wort, was der Apostel Paulus in Epheser 6 beschreibt, dann werden wir auch nur aus uns heraus kämpfen mit den Waffen, die wir in uns haben, kämpfen. Wenn ich aus meinem Verstand oder mit meinem Verstand versuche zu kämpfen, und wenn ich nur aus meiner Kraft heraus versuche, dagegen anzukämpfen, dann werde ich es nicht ein- oder nicht zweimal schaffen, sondern ich werde gleich hinfallen. Was hat unser Herr Jesus getan, als er versucht wurde? Er hatte 40 Tage in der Wüste gefastet. Und wann immer der Teufel gekommen ist und ihn versucht hat, was für eine Antwort hat ihm unser Herr Jesus gegeben?
Er hat ihm gesagt, so steht es geschrieben. Uchi do kothe kommer kohozet tio moreden kafino kommer haka kafino hat haka wabrodalo hat amal laki fani tron lachmo chulene. Der Teufel kommt und sieht, dass der Herr Jesus hungrig ist und er sagt zu ihm, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie zu Brot werden. Und was antwortet ihm unser Herr? Er sagt ihm, so steht es geschrieben. Der Mensch lebt nicht nur von dem Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Der Teufel sagt, ich lege dir all diese Reiche, all die Schätze, all die Herrlichkeit dieser Welt vor deine Füße. Komm nur, verneige dich oder bete mich an und das werde ich dir alles geben. Was antwortet ihm unser Herr? Kommer haucha kfiwojo, kolosem lumorio alohedog bilhude, sugdet uele, birket kume ubes. Er sagt ihnen, du darfst den Herrn alleine anbeten und nur ihn alleine dich vor ihm verbeugen. Der Teufel sagt zu ihm, wirf dich doch von dieser Höhe hinab und die Engel des Herrn werden dich tragen, dass dein Fuß nicht an einen Stein anstoßt. Was hat ihm der Herr Jesus geantwortet? Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jedes Wort, was er ihm geantwortet hat, hat er ihm zuvor gesagt, so steht es geschrieben. Und das Gleiche gilt auch für uns, wenn wir in diese Anfechtungen und in diese Versuchungen hineinkommen, dass wir das so verkündigen und sagen, es steht geschrieben in diesem Worte Gottes. Und ich kann jedem hier nur nahelegen und empfehlen, dass ihr Epheser Kapitel 6 lest, um zu sehen, wie man sich schützen kann gegen diese feurigen Pfeile, die der Böse auf uns schießt. Wir können auch nicht aus unserem Glauben heraus darauf vertrauen, wie weise oder wie klug wir sind. Wir können auch nicht auf unsere Stärke uns verlassen. Aber die Quelle unserer Kraft, das ist das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Sie ist es, die unseren Rücken, unsere Lenden stärkt. Sie ist es, was unseren Kopf beschützt. Und sie ist es, die uns bewahrt, wenn wir auf dem Weg zum ewigen Leben sind. Aber wenn diese Anfechtung, diese Versuchungen vor uns kommen und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wie sollen wir dagegen ankämpfen? Dann ist unser Fallen sehr, sehr leicht. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir die Versammlungen, dass wir nicht von ihnen ablassen. Es ist wichtig, dass wir sein Wort lesen, damit wir verstehen, was möchte der Herr Jesus von uns. Wir möchten noch einmal auf ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 5 zurückblicken. Was sind diese Punkte, die der Herr Jesus angesprochen hat, dass sie in unserem Leben sein sollen, damit wir auf einem stabilen Felsen sind? Wir haben am Anfang darüber gesprochen und einige aufgezählt. Und jetzt möchten wir uns noch drei dieser Punkte anschauen. Einer dieser Punkte, wo ich selber
erkannt habe, dass es sehr, sehr wichtig ist, wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus Kapitel 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Warum ist dieses Salz so wichtig? Warum hat er gesagt, ihr seid das Salz der Erde? Welche Bedeutung hat dieses Salz? Wenn wir etwas essen und es ist fad und es ist nicht gesalzen, dann können wir es nicht gut schmecken. Wir können es nicht essen. Und deshalb hat der Jesus auch gesagt, ihr seid es, die der Erde Geschmack geben sollen. Aber wenn wir so leben, dass die anderen Menschen draußen dem Herrn schmähen, was für einen Geschmack können wir dann dieser Welt geben? Wenn wir nicht tief in dem Wort Gottes sind, welchen Geschmack können wir dieser Welt geben? Das zweite ist hier, dass das Salz eine Art Schutzmechanismus über eine Sache gibt. Wenn die Frauen oder die Mütter heute Käse selbst herstellen, dann wird es in eine Salzlauge gesetzt, damit es nicht kaputt geht. Und genauso gilt das auch für uns, wenn wir wandeln, wenn wir leben, dass wenn wir mit diesem Salz sind, dann werden wir vor dem vor der zerstörerischen Wirkung von außen bewahrt. Und genauso muss auch dieses Salz erst einmal in uns sein, damit wir von diesem Salz einen Geschmack anderen weitergeben können. Dann als weiteren Punkt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Im gleichen Abschnitt oder Vers. Warum das Licht? Weil ohne das Licht gibt es auch kein Leben. Wenn jetzt hier in diesem Raum es dunkel wäre, dann könnte nicht ich euch sehen, ihr nicht mich sehen und wir könnten uns hier nicht versammeln. Und jetzt die Frage an uns gerichtet, können wir wirklich sagen, dass ich ein Licht bin für mein Haus, für meine Familie, für die Menschen in unserer Umgebung? Ist dieses Licht des Herrn in deinem Leben sichtbar? Wenn dieses Licht des Herrn in uns ist, dann können wir auch von diesem Licht anderen Menschen weitergeben. Genauso wie auch der Mond, der in sich selbst kein Licht gibt, aber er nimmt das Licht der Sonne auf und gibt es weiter an die Erde. Und genauso ist es auch mit uns. In uns selber ist kein Licht, aber wenn wir das Licht Jesu Christi haben, dann können wir es weitergeben an die anderen Menschen. Und so wie ich das Licht empfange, kann ich auch genauso wie eine Taschenlampe dieses Licht dann anderen Menschen weitergeben. Der zweite Punkt, der zu mir gesprochen hat, den ich als sehr wichtig erachte, über die Vergebung, was unser Jesus angesprochen hat in den vorherigen Versen. In Matthäus Kapitel 12, da spricht er und sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und in Matthäus 5, Vers 6 und 7. 14 und 15.
Und er sagt da, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. In der Kmina Yabn Bashmaze Kmina Samahlan Nahtiyau Fezan Asujedan Khidar wird Ahnad Samahlan Lan Kneden Dardidan. So wie wir auch in dem Vater unser sprechen und sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie oft sagen wir diese Worte, aber wir tun nicht tiefgründig darüber nachdenken. Tun wir wirklich vergeben, wenn wir sagen, ich vergebe oder vergib du mir? Sind wir wirklich bereit, dem anderen zu vergeben, auch wenn ich zu Recht bin oder im Recht bin? Können wir so etwas sprechen wie unser Herr Jesus, als er an das Kreuz geschlagen wurde, dass er gesagt hat, mein Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Ich glaube, es war vor ungefähr 15 Jahren, als unsere Geschwister in Malatya umgebracht wurden. Es wurden 3 Missionare umgebracht und es waren auch Deutsche dabei. Einer davon hieß Tilman Geske. Und das war ein sehr grausamer Mord, sehr viele Messerstiche, die er da erfahren hatte. Und nach all diesen Geschehnissen ist seine Frau dorthin gegangen. Und sie hat denjenigen vergeben, die ihren Mann auf diese grausame Weise getötet haben. Können wir das verstehen? Haben wir eine menschliche Vorstellung davon? Wenn wir das nur aus der menschlichen Perspektive betrachten, dann können wir sagen, das geht nicht. Aber wenn unser Fels der Herr Jesus Christus ist und wenn wir die Menschen aus dieser Perspektive heraus sehen, dann können wir dem Gegenüber auch vergeben und verzeihen. So wie er uns vergeben hat, so können wir auch anderen vergeben. Eine Sache müssen wir wissen, die sehr wichtig ist. Wenn wir einer anderen Person vergeben, dann ist es, dass es aus meinem Inneren, dass ich geheilt werde und auch mein Leib wird dadurch geheilt. Und das gibt dann einen Frieden und eine Ruhe dieser Person, auch wenn sie hier unrechtmäßig beschuldigt wird. Und manchmal ist das auch ein Schmerz und es ist schwer, den anderen zu vergeben. Aber wir haben gehört, dass unser Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch nicht vergeben. Wenn wir das Gleichnis betrachten, wo der Herr seinem Diener viele Denare vergeben hatte, selbst wenn er sein ganzes Leben, er und seine Familie, gearbeitet hätten, sie könnten diese Schuld nicht mehr zurückbezahlen. Und er geht aber zu seinem Herrn und sein Herr verzeiht ihm das. Und dieser Diener geht dann zu einem anderen, zu einem seiner Mitknechte und er hat 50 Dinar Schulden bei ihm. Und er nimmt ihn und bringt ihn ins Gefängnis und sagt, du wirst
nicht mehr hinauskommen, bis du nicht alles wieder an mich zurückbezahlt hast. Hauka umede dumoredan misamahle elan galabe galabe raptor yo lahaydan mumedet ahuni yasihudi simla balki ish muhaqsizi ali. Und genauso dieses Beispiel, das was der Herr Jesus uns vergeben hat, ist so viel größer als die eine Sache, was der Bruder mir angetan hat. Matai dahamsho danarbi u arbu komor. In Matthäus 5, Vers 44 lesen wir. Komorone komanan khur hamu ab'alad babathu um barekhu hanit kolaitunkhu usumu tawuthu lanitkum anti minkhu um saleu lanitkum halqi batrekhu kasim ta'dari alekhu. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, segnet die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Uns ist bewusst, dass es keine einfachen Dinge sind, dass wir sie einfach so umsetzen. Wir können es nur dann umsetzen, wenn wahrlich Jesus unser Fels ist. Der dritte Punkt ist das Richten. Krevelen wie kamito, kommer lo deinutu, da kann er lo mit dionutu, lo hekmutu, da kann er lo mechkomutu, al bu hekem mechkomutu, tekmutu, bumedano, gemechkem alchuste, ugzoida alle. Wir hatten auch zu Beginn über das Richten gesprochen und gesagt, dass nicht gerichtet werden soll, damit wir nicht auch gerichtet werden, denn nach diesem Maß oder nach welchem Gericht ihr richtet, dieses Maß, mit dem werden wir auch gemessen und gerichtet werden. Einer der letzten Predigten, die ich hier halten durfte, war über die Zunge und über die Macht der Zunge. Und wir stellen sehr oft fest, dass wir manchmal auch vielleicht nicht mit einer schlechten oder bösen Absicht, aber man redet einer über den anderen. Und das, wenn ich es so sage, dann ist es, weil ich es bei mir als erstes erkenne und bei mir sehe. Wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester richte und mit dem Maß, wo ich richte, genauso werde ich auch gerichtet werden. Wenn ich richte einen Bruder oder eine Schwester und genauso die gleichen Dinge tue, dann bin ich wie ein Heuchler. Ja, und das ist keine gute Sache, wenn man schnell ist im Richten von anderen. Deshalb steht es mir nicht zu. Ich habe kein Recht dazu, einen Bruder, eine Schwester zu richten, die mit dem teuren Blut Christi erkauft wurde. Der einzige und wahre Richter, der richten darf, ist unser Herr Jesus Christus. Und jeder wird von ihm gerichtet werden durch seinen persönlichen Leben und Lebenswandel. Vor einiger Zeit haben wir von Bruder Petrus Barzeiten über die Ermahnung gehört. Kibi ahuni kibi domane muabachne inagat hozeno kusum faude bahaive medelum adlo kibi hubot zi domano medano. Wenn ich einen Bruder sehe, der ein Vergehen hat, dann kann ich in Liebe zu ihm hingehen und ihn dadurch ermahnen. Kibanu medano seminale ma uhkem demorio. Das ist etwas, was wir aus dem Wort heraus tun dürfen, aber nicht richten. Das Richten, das gebührt nur unserem Herrn. Dorina litschifeden dubeito. Kommen wir noch einmal zurück zu unserem Gleichnis über den Hausbau. In Sprüche Kapitel 9, Vers 1 lesen wir, dass die Weisheit
ihr Haus gebaut hat und auf ihre sieben Säulen gehauen hat. Sie hat ihr Vieh geschlachtet und ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet. Und sie sandte ihre Mägde aus und zu rufen oben auf den hohen Städten. Kommt her und lernt Weisheit. Und was lernen wir für eine Weisheit? Wir lernen die Weisheit unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, wenn wir auf dieses Rufen, auf diese Weisheit von unserem Herrn Jesus hören, dann werden wir wissen, mit welch einem Material oder wie wir unser Haus bauen sollen. Dann werden wir wissen, wie wir das Haus unseres Lebens bauen sollen und auf welchem Fundament, auf welchem Boden wir es bauen sollen. In Psalm 127, Vers 1 lesen wir. Das ist ein Vers, wo ich mir sicher bin, dass es viele kennen. Da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht auch der Wächter umsonst. Und so ist es, wenn wir dem Herrn die Erlaubnis geben, dann ist er es, der unser Haus, unser Leben baut. Er ist dieser Eckstein und er trägt den gesamten Bau oder er trägt das Haus und dann können die Winde und die Wasser kommen und wir sind trotzdem auf einem stabilen Fels. Nochmal die Frage zu Beginn, auf was hast du, auf welchem Grund hast du dein Haus gebaut? Bist du ein kluger Mann oder bist du ein törichter Mann? Wenn du ein kluger Mann bist, dann ist es so, wie die Weisheit, wie wir gelesen haben, sie ruft und sie sagt, komm her. Und auch heute noch sind die Hände unseres Herrn geöffnet. Er ist es, der jedem von uns das ewige Leben geben möchte. Er möchte, dass jeder sich bekehrt und damit er ihm eine ewige Freude geben kann. Morgen kann es zu spät sein. Deshalb müssen wir die Gelegenheit, die unser Herr uns gibt, dass wir sie nicht aus der Hand geben. Wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben, dann gibt es nichts, was wir verlieren können. Vielleicht werden wir ein paar Dinge aus dieser Welt heraus verlieren, aber wenn wir das vergleichen mit dem, was er uns gibt und was er uns geschenkt hat, dann ist das nichts im Vergleich. Und deshalb sollen wir kluge Männer und Frauen werden und unser Haus auf diesen Felsen setzen, den er gesetzt hat. Und ich bitte, dass jeder von uns heute diese Entscheidung trifft, dass es eine kluge Entscheidung wird. Und ich möchte euch damit jetzt beschließen und einen schönen und angenehmen Tag wünschen. Amen. Amen.